Österreich, Vienna, macht euch alle ready. Ich mache uns stolz, Leute. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Freunde, wie man es im Titel schon lesen kann, es geht unfassbar viel ab. Was meine Hand betrifft, da geht relativ wenig ab, bis auf den Pin, der hier gegönnt wurde. Ja. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Virgil Abloh, dass der extra aus Milano hergeflogen ist, um meinen Gips zu verzieren. Bitte? Wahrscheinlich! Fingertechnisch nicht viel, wie gesagt, es tut immer noch weh. Das ist wirklich noch weh. Bart ist weg, das hat sich auch verändert. Den habe ich jetzt noch 3 Wochen und ich hoffe, dass meine Hand dann wieder betriebs... Freunde, nicht vergessen, schaut auf Instagram vorbei. MaxOBMI. Wenn ihr dieses Video schaut, bin ich momentan schon in Kroatien. Und da gibt es dann sehr viele interessante Stories. Ich hoffe, ich werde nicht zu betrunken sein. Und dann eskalieren wieder mal Videos wie am Sonntag, wo ich von Snapchat gesperrt wurde. Für ein paar Stunden, weil hier manche Snaps zu sehr eskaliert sind. Aber ich quatsche wieder zu viel. Wofür dient dieses Video? Freunde, bei mir geht es drunter und drüber momentan. Wie man mit diesem Gipsvideo, hier oben nochmal verlinkt, schon gesehen hat, geht es auch privat. Drunter und drüber. Hast du eine Freundin, Sebastian? Privat soll aber heute nicht das Thema sein, sondern Business bzw. Projekte. Was steht momentan bei Maximilian an? Was erwartet die Maximilian Army und Leute? Das Jahr 2019 hat richtig beschissen begonnen mit dem Einbruch und später auch mit der Erpressung, aber es könnte trotzdem noch mein Jahr werden. Es steht so viel an. Wir fangen gleich mal an mit Punkt Nummer 1. Leute, ja, die Gerüchte stimmen. Es wird einen neuen Track geben. Ich war gestern, also 2 Tage bevor ihr dieses Video gesehen habt, ich war heute, also 2 Tage bevor ihr dieses Video gesehen habt, das erste Mal im Studio, um meinen neuen Track mal so ein bisschen in Form zu bringen. Und es ist einfach in 2 Stunden fast ein komplett fertiger Track geworden. Das ist absolut außergewöhnlich und ich habe mit diesem Track ein richtig gutes Gefühl. Ich glaube, das wird der Track, den er von allen am meisten feiert. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel versprechen? Nein, wir versprechen hier nicht so viel, aber er wird richtig nice, das kann ich schon mal sagen, das sage ich eigentlich bei jedem Track, aber dieses Mal steckt sehr viel von mir selbst drin und von Dingen drin, die mich bewegen. Also Track kommt, ich weiß noch nicht wann, sobald ich was weiß, werde ich natürlich sofort Bescheid geben. Auf Instagram wird es das erste Mal den offiziellen Release geben und natürlich auch auf YouTube, also seid auf alle Fälle gespannt, wird richtig nice. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Ich habe es vor 2-3 Monaten schon mal versprochen, meine eigene Modemarke wird erscheinen, Merch wird es nicht mehr geben, sondern eine eigenständige Marke entsteht. Wir produzieren High Quality in Portugal in der gleichen Firma wie... Scheißegal, wie Givenchy, also wir machen dort High-Quality-Stuff. Ich habe es wieder selbst designt natürlich, habe mich hier beeinflussen lassen von meiner Vergangenheit, von meiner Lieblingswaffe, mehr, nein, das ist schon wieder zu viel, ich verrate schon wieder zu viel, aber es wird ein Gerät sein, das ich sehr geliebt habe. Egal, Freunde, es wird was ganz Besonderes, was mich bewegt hat. Was ich bewegt habe, ganz, ganz viel, dieses Ding. Also es wird auf alle Fälle spannend. Zeitmäßig, ich weiß, dass jetzt schon wieder Samples auf dem Weg von Portugal zu mir sind, die reviewed werden müssen. Wenn die passen, dann geht das Ganze in Produktion. Und ich nehme an, dass in 1 bis maximal 2 Monaten dann schon fix ist, wann das Ganze rauskommt. Das heißt, 2 Monate circa, aber ich möchte noch nichts Genaueres sagen. Wie schon gesagt, wird es teurer, es wird eine eigenständige Marke, die Qualität ist was ganz anderes. Wir produzieren wirklich High Quality, die Stoffe, der Schnitt sind besonders extravagant und vor allem das Design schlägt einfach alles bisher Dagewesene. Sowas gab es einfach noch nie, also seid auch da richtig gespannt. Und Punkt Nummer 3. Wiener Neustädter. Mein altes Ghetto Wiener Neustadt, macht euch ready. Es ist alles noch nicht fix, es ist noch nichts in trockenen Tüchern, aber was ich sagen kann, Freunde, sowas gab es in ganz Österreich noch nicht. Ich mache das Ding nicht alleine, sondern mit Unterstützung, mit richtig krassen Babos aus deren Business. Und Leute, das wird, es wird arg. Es ist wirklich abnormal, was momentan alles abgeht. Ich,
weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht und im selben Moment weiß ich gar nicht, was ich als nächstes machen soll. Also ich laste mir aktuell vielleicht etwas zu viel auf. Ich riskiere momentan mehr denn je. Ich riskiere auch finanziell. Wir reden da teilweise von einer Dreiviertelmillion. Also es ist... Ich hoffe, das geht alles so auf, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber mit eurer Unterstützung, Freunde, machen wir alles möglich. Die Maximilian Army hält zusammen. Wir werden auch jetzt mehr zusammenhalten denn je. Hier kommen die fetten Projekte. Österreich, Österreich, Vienna. Macht euch alle ready. Ich mache uns stolz, Leute. Was natürlich nicht heißt, dass ich nicht meine Germany Army... Was? Was natürlich nicht heißt, dass ich meine Germany Army, meine Schweizer Army, meine Liechtensteiner, meine Italiener, meine... Was haben wir noch? Sorry, wenn ich euch vergessen habe. Die Army hält zusammen, Freunde, ihr wisst ganz genau Bescheid. Ich freue mich, dass es euch gibt. Sorry, dass in letzter Zeit etwas weniger Videos kamen. War momentan alles ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Freunde, was gibt's noch? Ich glaube, das war's im Prinzip schon. Seid auf alle Fälle dran, seid auf alle Fälle immer plugged mit Maximilian, wisst ihr immer stetig, was abgeht. Auch wenn ihr auf Max Over Me fix immer dabei seid, wisst ihr, was los ist in meinem Leben. Ah ja, Freunde, fast vergessen, shoppen war ich. Und zwar ohne Ende. Ein Balenciaga-Shirt, ein Louis Vuitton-Shirt, zwei Gucci-Shirts und noch unnötig viel Stuff. Das heißt, es wird bald wieder einen Fashion-Haul geben. Ja! Ich werde noch ein Video dort in Kroatien drehen. Mal schauen, was da so gibt. Wenn nicht, dann halt nicht. Muss ja nicht sein, ja. Sonst kommt das nächste Video am Mittwoch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Das war's von mir. Euer Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schaut auf Instagram vorbei. Wenn ihr noch nicht Part der Maximilian Army seid, dann what the fuck is going on? Schnell noch abonnieren. Hat keiner gesehen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir. Euer Maximilian. Boah, Kebab war Bombe.